Hallöchen und willkommen zu einem neuen Book Haul. Yay! Eigentlich habe ich ja noch genug Bücher, die ich lesen sollte, aber manchmal kann man sich einfach nicht beherrschen. Ich habe mir jetzt aber wirklich ein Verbot gesetzt bis, sagen wir, Weihnachten vielleicht. Und ja, erstmal wird jetzt einiges weggelesen, bevor ich mir wieder erlaube, was Neues zu kaufen. So. Beginnen wir doch einfach mal mit zunächst ein paar Büchern, die ich bestellt habe vor ein paar Wochen schon. Und zwar ist es eine Trilogie und da habe ich keine Schuld dran. Da muss ich ganz klar Bookstagram die Schuld geben, weil diese Trilogie war einfach überall. Und zwar handelt es sich um die Broken Earth Trilogy von N.K. Jemisin, und zwar The Fifth Season, Obelisk Gate und The Stone Sky. Ich habe mir gleich die ganze geholt, und zwar habe ich so viel Gutes in letzter Zeit darüber gehört. Es wurde mir so oft jetzt empfohlen und es war eigentlich relativ weit unten auf meiner TBR. Es war drauf, aber es war relativ weit unten. Ich hatte es irgendwann mal so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich dachte mir jetzt, komm, jeder schwärmt gerade so davon. Holst du dir einfach. Ich hatte auch wieder einen kleinen Gutschein, insofern. Genau, um was geht es? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Der Klappentext ist auch nicht wirklich ergiebig. Auf jeden Fall glaube ich, es geht um eine sterbende Erde, Erdmagie, und man hat diverse Ansichten, junge Mädchen, bla, dunkle Bedrohung, so das Typische eben. Auf jeden Fall bin ich wirklich sehr gespannt, da endlich einzusteigen. Ich meine, so Ende der Welt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es Ende der Welt ist, aber es geht irgendwie um ein Great Red Rift across the heart of the world's sole continent. Also es gibt offensichtlich nur einen Kontinent und da ist ein großer Riss entstanden. Insofern schätze ich schon, dass die Erde so am Sterben ist. Das heißt ja auch Broken Earth Trilogy. Insofern kann man darauf schließen. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich dazu komme, ob ich es noch dieses Jahr schaffe oder nicht. Ich möchte jetzt erstmal ein paar angefangene Serien beenden, bevor ich wieder eine neue Baustelle beginne. Deswegen wartet das noch ein bisschen. So, in dem Zuge habe ich mir dann noch ein bisschen, weil ich gerade so in Sci-Fi-Laune war und aber ein bisschen leichtere Kost wollte und außerdem im Cosmere, beziehungsweise das gehört ja gar nicht zum Cosmere, bei Brandon Sanderson weitermachen wollte, habe ich mir endlich Skyward geholt. Ich hätte gern die anderen Editionen gehabt, aber Band 2 gab es nicht in diesen. Ich glaube, die sind die britischen. Die sehen irgendwie viel cooler aus, aber was will man da machen? Die waren noch ein bisschen günstiger. Band 3 kommt ja, also Starside ist der zweite, der ist schon draußen. Und dann kommt Band 3, ich habe den Namen gerade jetzt vergessen, glaube ich, nächsten Monat jetzt schon, ja, nächsten Monat, Ende November raus. Ich glaube nicht, dass ich es bis dahin schaffe, alle beide zu lesen. Ich habe jetzt auch nur Band 1. Werde den diesen Monat auch nicht angehen. Wie gesagt, genug Baustellen. Ich habe außerdem nur Gutes über dieses Buch geholt, deswegen habe ich es mir jetzt endlich mal geholt. Und es geht um, also es ist wie gesagt Sci-Fi, es ist YA-Sci-Fi. Es geht um ein Mädchen, das in die Pilotenschule aufgenommen wurde, hat aber so ein bisschen die Vorgeschichte, dass ihr Vater auch Pilot war und irgendwie mal Mist gebaut hat und sie jetzt quasi, ja, alle halt mit ihrem Vater vergleichen, von wegen, du wirst auch nichts erreichen und so weiter. Also, ja, man kennt das so ein bisschen, das ist ein bisschen typisch. Aber es hat Brandon geschrieben, das kann also nicht verkehrt sein. Außerdem, wie gesagt, schwärmen sehr viele Leute dafür, deswegen habe ich es jetzt endlich mir mal geholt. Und es ist für seine Verhältnisse auch nicht so super lang. Insofern. So, nächste auf der Liste, weil ich ja gerade so ein wenig im Star Wars-Fieber bin. Und ja, ich weiß, ich lese quer durch die Bank. Ich wollte eigentlich dann jetzt langsam, ja, vielleicht chronologisch habe ich beschlossen, denke ich, werde ich einsteigen, weil mich einfach die Vorgeschichte fast mehr reizt als die momentane. Beziehungsweise ich finde es auch irgendwie logischer, da so zu lesen. Aber ich glaube, das kann auch jeder halten, wie der auf dem Dach. Auf jeden Fall habe ich mir, weil es mich jetzt schon so oft angelacht hat, The Light of the Jedi geholt, also von der High Republic. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt eine komplette Reihe ist, aneinanderfolgend oder nur in diesem Zeitrahmen einzelne Bücher, die erscheinen, Comics. Ich glaube, es sind 4 bis 5 oder so.
die dann aus dieser Zeit erzählen, das ist so die Hochzeit der Jedi, wann, ich glaube, da war ja gerade Frieden, kein Sith-Imperium oder sowas. Die Jedi waren ganz hoch im Kurs und ja, die Wächter von Frieden und Justice, Recht. Genau, ja, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht großartig, um was es geht. Ich bin da strikt nach Bewertung gegangen und wie gesagt, was mir schon öfter über den Weg gelaufen war. So, und da ich letzte Woche dann endlich meine Freundin von Bookstagram getroffen habe, nachdem wir festgestellt haben, dass wir beide aus derselben Region kommen, haben wir unsere Buchladen verabredet. Und wie das so ist, wenn zwei Buchfreaks aufeinandertreffen, man bleibt ungefähr 2 Stunden im Buchladen oder länger. Wir haben über jedes Buch geredet. Und jeder von uns hat dann den Plan, wir gehen da wieder raus mit einem Buch, das nicht mehr als 300 Seiten hat. Wir wollten halt alle mal ein bisschen was, beide ein bisschen was weniger Langes lesen, irgendwas, was halt schnell vorbei ist, was man mal in so einem Nachmittag wirklich genießen kann. Denn 600 Seiten Fantasy-Wälzer sind halt auf Dauer nicht das Wahre. Also nicht, dass es keine Freude bereitet, aber wenn man halt sieht, man kommt nicht vorwärts, ist zwischendurch mal so eine kurze Story, auch ganz nett. Es war dann so ein bisschen die Qual der Wahl, beziehungsweise so viele Dünne gab es nicht, aber ich dachte mir, komm, ich glaube, ich nehme Stephen King nochmal mit und dann fiel die Wahl relativ easy auf Der Nebel, beziehungsweise The Fog. Und ja, das war einfach wirklich der Dicke des Buchs geschuldet, beziehungsweise der Nicht-Dicke, weil ich mir dachte, hey, das kannst du mal in einem Nachmittag lesen. Des Weiteren für Spooky Oktober dachte ich mir, komm, vielleicht kannst du das noch irgendwie einflechten, mal schauen. Auf jeden Fall, das war eigentlich so der einzigste Grund. Des Weiteren habe ich ehrlich gesagt noch nie auch nur irgendeinen Film oder Serie oder wie viele Dutzende Sachen es davon auch gibt. Es waren ja unendlich viele Verfilmungen gesehen. Deswegen gehe ich da wirklich unvorbelastet ran und hoffentlich schaffe ich das diesen Monat. Eigentlich habe ich richtig Lust drauf. Und da man ja mit einem Buch nicht nur den Buchladen verlassen kann, gab es noch eins und da hat mich dann meine Freundin überredet, endlich das neunte Haus bzw. der Ninth House zu kaufen von Leigh Bardugo. Das behandelt so ein bisschen die Studentenverbindungen, vor allem in Yale und welchen Einfluss die überhaupt haben auf Politik und Generationen und Künstler und so weiter, halt Leute, die was zu sagen haben. Und das klang für mich ja ganz spannend, das war mal weg von Fantasy, Sci-Fi, sondern ja, außerdem habe ich schon sehr viel über dieses Buch gehört, also es war auch definitiv auf meiner Liste. Und ich glaube, es ist aber eine Reihe. Insofern muss ich wohl weiter dranbleiben, aber ich dachte mir, es ist auch mal zwischendurch ein bisschen was anderes. Und ja, ich habe mich für die deutsche Version entschieden, weil die irgendwie ein bisschen cooler aussah als die englische. Ja, manchmal überzeugt das Cover. Genau, das war's. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt zurückzuhalten, was Bücherkäufe angeht, weil ich habe jetzt einige im Regal stehen und ich bin ein Mensch, ich kaufe nicht nur und kaufe nur, ich möchte die auch irgendwann mal wegkriegen, sonst wird das gar nichts mehr. Dann vielen Dank fürs Reinschauen, liked und subscribed und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!